Wie es eigentlich anfing, ist auch heute noch schwer zu sagen. Ohne einen Baumeister, ohne einen Plan, erhob sich aus den Trümmern Berlins im Sommer 1948 etwas Neues, etwas Starkes und Gutes. Niemand weiß heute zu sagen, wer den ersten Ziegelstein auf den anderen gelegt, wer die erste Niete in den ersten T-Träger dieser Konstruktion geschlagen hat. Es kann irgendeiner von den 42 Millionen Bewohnern von West-Berlin gewesen sein. Vielleicht Franz Neumann in seiner Rede Anfang Juni. Berlin bleibt frei! Berlin wird nie kommunistisch! Sie wollten schon damals alle die Freiheit für Berlin. Der Straßenbahnschaffner aus Neukölln, die Hausfrau aus Charlottenburg, der Monteur aus Tempelhof, der Arzt aus Frohnau, der Lastwagenfahrer aus Schöneberg. Wir rufen die Welt! Es war die erste große Demonstration für die Freiheit. Die Stimmen, die über den Hertha Sportplatz hinter dem Bahnhof Gesundbrunnen hinweghalten, waren die Stimmen Berlins. Und die Berliner lauschten ihnen andächtig. Helft den demokratischen, freiheitsliebenden Berlinern in den entscheidenden Phasen ihres Befreiungskampfes! In Berlin war etwas los, eine Sensation. Das war in den Schlagzeilen der ganzen Welt zu lesen. Berlin kämpfte für seine Freiheit. Es ließ sich nicht unterkriegen. Die Leute lasen es in der Zeitung in München und in Rom, in Chicago und in Amsterdam. Und sie wunderten sich. Was war diesen Berlinern eingefallen? Wie hatten sie es fertiggebracht, aus der Hauptstadt des Nazireiches einen Vorposten der Demokratie zu machen? Die Antwort muss man nicht 1948, sondern 1945 suchen. Denn was die Berliner hier bauen wollten, das stand auf einem Grundstein, der 3 Jahre zuvor gelegt worden war. Hier in Berlin, wo der Krieg sein grauenvollstes Ende gefunden hatte, waren die Menschen entschlossen gewesen, die Irrlehre der vergangenen 12 Jahre aus ihren Köpfen wegzuhämmern. Es sollte ein neues Deutschland werden, ein neues Berlin. Es war eine Vier-Mächte-Stadt. Franzosen, Briten, Amerikaner und Sowjetrussen besetzten jeweils einen Sektor dieser Stadt. Aber diese 4 Sektoren sollten gemeinsam durch die alliierte Kommandantura von Groß-Berlin verwaltet werden. Es war eine internationale Militärregierung. Nach der feierlichen Übereinkunft, die man in Potsdam getroffen hatte, sollte die deutsche Hauptstadt von allen 4 Mächten regiert werden, und zwar als eine Einheit. Erst 1948 begriff man in Berlin und überall auf der Welt die volle Bedeutung dieser Abmachung. Doch hier haben wir erst 1946. Nach 13 Jahren gibt es zum ersten Mal wieder echte Wahlen in Deutschland und dazu politische Parteien. In der Mehrzahl gesetzt. Auch die Bewohner Berlins dürfen in geheimer Abstimmung ihre Kandidaten mit einem Kreuz markieren, das hier gewissermaßen die Schutzmarke der Demokratie darstellt. Doch gleich darauf bekamen sie ihre erste politische Ohrfeige. Denn zu Ernst Reuter, der aufgrund dieser Wahl Oberbürgermeister Berlins hätte werden sollen, sagten die Demokraten des Kreml einfach jetzt. Die Berliner besahen sich daraufhin die Sowjets zum ersten Mal nicht als Eroberer oder als Besatzungstruppen, sondern als Politiker. Und sie stellten fest, dass ihnen eine Politik nicht gefallen konnte, die den Namen des Volkes auf ihren Plakaten, die Kandidaten des Volkes aber auf ihrer schwarzen Liste führt. Die Berliner hatten das Hakenkreuz mit eigenen Händen herausgemeißelt. Jetzt, bei dem Aufbau ihrer neuen Zukunft, waren sie aber auch entschlossen, dass Hammer und Sichel niemals an seine Stelle treten sollten. Im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst brennt das Licht bis tief in die Nacht hinein. Denn Berlin ist für die Politik der Roten Armee entschieden ein neues Problem. In der Ostzone war die Sache viel einfacher. Dort arbeiten die Sowjets Hand in Hand mit der SED und beschränken die politischen Auseinandersetzungen auf ein Mindestmaß. In der Ostzone spricht nur noch eine Stimme, mit ziemlich starkem russischen Akzent. In Berlin dagegen erheben sich viele Stimmen. Sie sprechen eine Sprache, die alle verstehen. Berlins Rundfunksender strahlen die verschiedensten Gedanken und Anregungen aus.
Durch Berlins Bibliotheken, Vortragssäle und Jugendclubs fließt ein ständiger Strom der freien Meinung. Auf Berlins Bühnen, auf der Leinwand der Berliner Kinos sind Theaterstücke und Filme aus der ganzen Welt zu sehen. Berlins Rotationspressen spucken täglich nicht weniger als 18 Tageszeitungen aus. Ein amerikanischer Journalist hat einmal gesagt, man braucht nur ein Licht aufzustecken, dann finden die Leute den Weg von allein. Für die Sowjets war es schon schlimm genug, dass in Berlin das Licht der Wahrheit leuchtete. Aber viel schlimmer war die Gefahr, dass dieses Licht auch in ihre dunkle Zone fallen könnte. Darum war es nach Ansicht der Sowjets die höchste Zeit, dieses Licht auszulöschen. Im Gebäude des Alliierten Kontrollrats war man schon des Längeren beschäftigt, eine Vier-Mächte-Aktion über eine gesamtdeutsche Währungsreform zu treffen. Die drei westlichen Militärbefehlshaber hatten sich ehrliche Mühe gegeben. Aber die Sowjets verschleppten die Verhandlungen immer wieder. Endlich kamen die drei Westmächte überein, dass sie nicht länger einer einzigen Besatzungsmacht nachgeben konnten. Am 18. Juni wurde die deutsche Mark geboren. Die Währungsreform war da. Auf diese Chance hatte Marschall Sokolowski gewartet. Nun konnte der in Karlshorst vorbereitete Plan abrollen. Auf die Minute pünktlich begann die Blockade von Berlin. Die Sowjets sagten, wir dürfen das Zurückströmen der alten Reichsmark aus dem Westen nicht zulassen. Wir müssen die Wirtschaft der Ostzone und die Wirtschaft Berlins beschützen. Sie machten in Helmstedt ihre Zonengrenzen dicht. Kein Zug kam mehr nach Berlin. Auf Flüssen und Kanälen wurde die Schifffahrt eingestellt. Kein Schlepper kam mehr nach Berlin. So begann die Blockade angeblich als eine Maßnahme zum Schutz der Wirtschaft. Doch schon wenige Tage später sahen sich die Russen zu einer eigenen Währungsreform gezwungen. Dazu erließ Marschall Sokolowski einen Befehl, der die Lage Berlins endgültig zur Krise machte. Danach sollte die neue Sowjetmark das alleinige Zahlungsmittel sein. Nicht nur für die Ostzone, nicht nur für den Ostsektor Berlin, nein, für alle vier Sektoren von Groß-Berlin. 24 Stunden lang waren die Nerven der Berliner aufs Höchste gespannt. Denn sie wussten, dass der Befehl Sokolowskis nicht nur ihre wirtschaftliche Zukunft betraf, sondern das Abkommen von Potsdam und die Grundlagen der Vier-Mächte-Verwaltung Berlins in Frage stellte. Im Lenkesthaus am Fährberliner Platz ging eine lange Sitzung der drei Westmächte zu Ende. Was würden sie tun? Würden sie die Stadt der Ostmark und damit der Ostherrschaft ausliefern? Oder würden sie der einseitigen sowjetischen Amtsanmaßung über ganz Berlin die Stirne bieten? Die Antwort stand am nächsten Morgen in der Zeitung. Und unverzüglich wurde die westliche Währung ausgegeben. Jeder Schein mit einem B gestempelt. B wie Berlin. Jeder Schein ein Garantieschein, dass die alte Hauptstadt weder zu Ostdeutschland noch allein zu Westdeutschland, sondern zum ganzen Deutschland gehören soll. Die Berliner allerdings mussten ihre wahrhaft internationale Sonderstellung teuer bezahlen. Berlin wurde eine Stadt mit zwei Währungen. Die Sowjets erklärten die Westmark in ihrem Sektor sofort als ungesetzlich. Wechselstuben wurden aufgemacht. In einer Hinsicht waren die verschiedenen Währungsreformen auch für die Sowjets ein Problem. Jetzt galt weder in West-Berlin noch in Ost-Berlin die alte Reichsmark. Die war keine Gefahr mehr. Es musste ein neuer Grund für die Blockade gefunden werden. Die Sowjets sagten also, die Brücke über die Elbe muss gründlich repariert werden. Und außerdem? Technische Schwierigkeiten auf der Strecke Berlin-Helmstedt. Das sind russische Fantasiebezeichnungen für die Tatsache der Blockade. In der Praxis bedeuten sie, kein Rauch aus dem Schornstein, stillgelegte Drehbänke, Licht aus, Betrieb geschlossen. Technische Schwierigkeiten. Das ist eine moderne Ausdrucksweise für keine Kohle, kein Strom, keine Lebensmittel. Denn die Sowjets suchen den schwächsten Punkt zu treffen, den Magen. Ihre Blockade war eine Hungerblockade. Es war ein raffinierter Nervenkrieg gegen 2¼ Millionen Menschen in West-Berlin. Und auf den Belagerungsdruck von außen folgte ein Angriff von innen. Der erste Schritt der Kommunisten gegen die gewählte Stadtverordnetenversammlung im Stadthaus. Der Frieden Berlins war schon dahin.
Nun ging es gegen seine Freiheit von beiden Seiten. Doch die Berliner bezogen ihre Stellung. Unsere Gegner haben sich als Feinde demaskiert und werden Feinde bleiben, solange sie die Vergewaltigungen des Leibes, des Geistes und der Seele mit einem Sozialismus rechtfertigen, der ein Herr ist. Wieso mit der Volksdemokratie? Es lebe die Demokratie! Das war die Stimme Berlins, die Stimme des Widerstands. Die Berliner hatten jetzt genug, nicht nur von der Blockade,